Willkommen bei Expression Square. Kennt ihr das Problem? Ihr seid im Urlaub und ganz kurz an einem besonderen Ort, habt euch riesig auf ein bestimmtes Foto gefreut und dann spielt auf einmal das Wetter nicht mit? Mit Lumina AI könnt ihr bei Landschaftsaufnahmen sehr weit gehen. Ich zeige euch an einem Bild, wie ich die Lichtstimmung komplett geändert habe. Lumina nimmt euch dabei sehr viel Arbeit ab und macht es euch wirklich einfach. Schauen wir es uns gemeinsam an. Also, es geht mit diesem Bild aus dem Örtchen Bled in Slowenien los. Ich schaue mir kurz die vorgeschlagenen Templates unter Easy Landscapes an. Da mich leider keine Bearbeitung so richtig vom Hocker haut, probiere ich es kurzerhand im Edit-Modus selbst aus. Zur falschen Zeit am richtigen Ort. Oftmals wird man mit dem Himmel in seinem Bild nicht zufrieden sein. Bei Lumina AI habt ihr unter Sky AI ganz einfach die Möglichkeit, den Himmel gegen einen vorab installierten zu tauschen oder euren eigenen zu nehmen. Das Austauschen erfolgt oft schon so gut, dass nicht nachjustiert werden muss. Die Problematik an diesem Bild ist das Wasser, wo sich noch der alte Himmel drin spiegelt. Daher wechsle ich hier in das Maskierungswerkzeug und füge eine Texturmaskierung hinzu. Dafür wähle ich den gleichen Himmel, den ich eben ins Bild geholt habe. Er wird jetzt als halbdurchsichtige Maske auf das Bild gelegt. Ich kann die Maskierung nun drehen, auf den Kopf stellen und zoomen. Frei bewegen geht zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht. Über Advanced Settings kann ich bei Blend einstellen, wie mir diese halbdurchsichtige Maske angezeigt wird. Über Color verschwimmen die eben noch deutlichen Umrisse des Himmels im Wasser. Das passt schon besser. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass der Himmel sich nur im Wasser spiegelt, nicht überall im Bild. Dafür wähle ich den Maskierungspinsel und markiere zunächst grob die Bereiche, in denen der See liegt. Mit einer feineren Einstellung arbeite ich mich dann bis in die Randbereiche und achte über Opacity und Softness darauf, dass die Übergänge nicht zu hart sind. Nachdem jetzt nur die gewünschten Bereiche von der Maskierung betroffen sind, justiere ich über Zoom und Opacity noch ein wenig nach. An der Turmspitze nutze ich dann nochmal einen ganz feinen Pinsel, um die Maske sehr genau zu platzieren. Schließlich habe ich die Spiegelung im Wasser so weit, dass ich fertig bin. Zukünftig soll Lumina AI übrigens auch die Reflexionen im Wasser automatisch hinbekommen. Man darf also sehr gespannt sein, was sich noch mit kommenden Updates verbessern wird. Unter Atmosphere AI kann noch Nebel mit ins Bild integriert werden. Ich habe hier versucht, den Nebel so hinzuzufügen, dass er sich um die Insel und die Kirche legt. Über Amount stelle ich die Stärke des Nebels ein und Depth, wie weit der Nebel bis in den Vordergrund dringt. Layered Fog hat mir hier am besten gefallen, da nur die unteren Bildbereiche mit Nebel gefüllt werden und der Hintergrund von diesem nicht verdeckt wird. Hier noch ein kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Unter Sunrays kann ich sogar Sonnenstrahlen mit ins Bild bringen. Vorsicht, der Effekt ist wirklich stark und sollte nur sehr sparsam eingesetzt werden. Zunächst platziere ich das Zentrum der Strahlen genau in die Sonne des neuen Himmels. Ein bisschen an den Reglern gespielt und fertig ist unsere Sonne. Lumina erkennt sogar Objekte im Vordergrund und leitet bzw. verdeckt die Sonnenstrahlen entsprechend. Unter Essentials und Enhance AI kann das gesamte Bild automatisch hinsichtlich Kontrasten und Belichtung verbessert werden. Auch das macht Lumina wirklich gut. Mit dem Sky Enhancer kann der Himmel gezielt verbessert werden. Unter Structure AI werden die Strukturen im Bild hervorgehoben und das Bild insgesamt knackiger. Ich stelle hier bei Amount gerne Werte zwischen 20 und 30 ein und bei Boost ungefähr 10. Unter Landscape kann ich mit dem Regler Golden Hour das gesamte Bild passend zum neuen Himmel in gelbe Farben tauchen. Mit dem Foliage Enhancer hebe ich die Grüntöne der Bäume weiter hervor. Auch hier wieder ein kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Zuletzt gehe ich im Creative-Modus in den Bereich Dramatic und erhöhe den Regler Amount, um das Bild noch einen Tick intensiver wirken zu lassen. Mit diesem verringert sich die Farbsättigung dann auch ein wenig. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was mit Lumina alles möglich ist. Wenn ihr Lumina AI auch selbst mal ausprobieren wollt, dann ladet euch das Programm doch gerne über den Link in der Videobeschreibung herunter. Wenn ihr meine anderen Lumina-Videos noch nicht kennt, dann schaut auch gerne in meinem YouTube-Kanal vorbei und abonniert mich, um die neuesten Videos nicht zu verpassen.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schaut doch einfach gerne in den Link in der Deal-Beschreibung. Bin ich jetzt bei MyDeals? In meinen anderen Videos zu Lumina zeige ich euch noch vieles zu weiteren Themen. Super Satz.